Wir wollen heute mal über den Dingen stehen und uns känguruhaft durch die Stadt bewegen. Das auf sogenannten 7-Meilen-Stiefeln. Was das ist und wie das funktioniert, wird uns jetzt erklärt, und zwar hier. Mein Name ist Niklas, ich bin 21 Jahre alt und studiere Sportwissenschaften auf Diplom an der Universität Hamburg. Und ich springe und laufe und hüpfe mit diesen Dingern, weil es sehr viel mehr Spaß macht als Joggen. Du hast gesagt, diese Dinger, wie heißen denn diese Dinger? Das sind 7-Meilen-Stiefel, wie im Märchen. Und was hat es damit auf sich? Ja, hier ist eine Fiberglasfeder drin, ein Material, was nicht brechen kann. Das wäre sonst fatal, wenn ich mitten im Sprung macht's Peng. Und die Bewegungsenergie, die ich hier hineinstecke, bei jedem Schritt, wo ich die Feder zusammendrücke, werde ich hier wieder herauskatapultiert. Sie bringt mir einen enormen Leistungsschub, damit kann ich enorm viel weiter springen und auch höher. Also es sind Sprünge über 2 Meter möglich. Man kann damit Seitwärts machen, manche machen es schon über Autos rüber. Ja, es hat sich noch nicht etabliert, also es gucken immer noch alle sehr verwundert rum, wenn man auf diesen Dingern unterwegs ist, auf 7-Meilen-Stiefeln. Also sie sind vor allem auch zum Spaß, weil es viel mehr Spaß macht als Laufen, aber darüber hinaus ist dieses Gerät wunderbar, weil man rein funktionell eine aufrechte Wirbelsäulenhaltung hat. Es macht keinen Sinn, eingeklappt zu laufen damit, man muss sich öffnen, den Oberkörper gerade halten. Und das ist also sehr gut für die Wirbelsäule, die belastet sich schön gerade und die Knie werden entlastet. Da hier die Federung drin ist, wird jeder Schlag abgedämpft, es finden keine großen Stöße statt und die Muskulatur wird gestärkt, was wiederum auch die Gelenke stabilisiert. Das ist wunderbar für Bauch, Rücken, Beine, Po, alles wird gestärkt. Der Hersteller sagt, es sind 98% der Muskeln aktiv ungefähr. Und ist 5-mal effektiver als Joggen. Es gibt 1-2 Therapiepraxen, die das schon anwenden, vor allem für diese Rückengeschichte, um Haltungsschäden vorzubeugen. Und für Leute, die eben nicht mehr gut ihre Ausdauer trainieren können, weil ihre Gelenke da nicht mehr mitmachen würden, für die ist das ja eine sinnvolle Methode, um die Stöße abzufedern. Ich kann nicht einfach so stehen, wie wir jetzt gerade stehen. Ich muss immer ein bisschen das Gleichgewicht austarieren, sonst würde ich umkippen. Es gibt verschiedene Modelle, ein Kindermodell von 30 bis 50 Kilogramm. Dann gibt es noch den Raptor, der ist von 50 bis 70 Kilogramm geeignet, ein Erwachsenenmodell. Und der T-Rex von 70 bis 90 Kilogramm. Und dann gibt es noch eine S-Rex-Version speziell für Laufer, die Running Edition von 90 bis 110 Kilogramm. Und dann die Jumping Edition von 90 bis 120 Kilogramm, die ist speziell für Aufwärtsenergie optimiert. 375 Euro. Das Kindermodell ist ein bisschen günstiger und der S-Rex kostet 385. Die Garantie ist hier erstmal ein Jahr und halten tut es im Prinzip unendlich lang, weil die Feder ist, wie gesagt, eine Fiberglasfeder, ein Material, was nicht brechen kann. Es kann höchstens, wenn überhaupt, knicken. Das würde man merken, wenn das passieren würde, da würden die einzelnen Glasfasern anfangen zu knicken. Es würden so knacksende Geräusche von sich geben und ansonsten gibt es noch einen Abnutzungsgegenstand, das ist hier der Gummifuß, der nutzt sich irgendwann ab, allerdings ist der auch schon über ein Jahr in Gebrauch mit allen Leuten, die hier drauf gelernt haben, der ist jeden Sonntag im Gebrauch und der ist noch gut. Insofern gibt es da keine wirklichen Verschleißgegenstände. Die Lager müssen nicht geölt werden, das sind wartungsfreie Lager, insofern ist das eigentlich ganz unkompliziert. Wenn ich schnell irgendwo hinkommen möchte, würde ich natürlich das Fahrrad nehmen, weil bis ich das angeschnallt habe, dauert das schon ein bisschen länger und mit dem Fahrrad ist man länger, schneller unterwegs, weil es, wie gesagt, sehr viel anstrengender ist und daher ist es wirklich ein Sportgerät und wenn ich irgendwo schnell hinkommen möchte, benutze ich das Fahrrad. Beachten muss man natürlich noch, dass man wie beim Inlineskaten auch Schutzkleidung tragen sollte, Schoner, Handschoner und eventuell einen Helm. Speziell für die Knie nehmen wir immer Softschoner, wie vom Handball oder Volleyball auch. Und zwar ist das dafür gut, dass es hier nicht ganz so doll drückt. Diese Schnalle drückt sich manchmal sehr in das Bein hinein. Zu beachten ist hier noch, dass der Kniebügel unter der Kniescheibe sitzt. Auf jeden Fall muss der ungefähr 2 Finger unter der Kniescheibe sitzen, denn ansonsten, wenn er die Beweglichkeit des Knies einschränken würde, wäre das beim Sturz sehr fatal.